herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video starte ich eine eigene kleine Reihe, in der ich euch mal meine Tipps zu einem meiner bereisten Länder vorstellen möchte. In diesem ersten Film hier starten wir mit dem Land Island. Üblicherweise präsentiere ich auf meinem Kanal ja große Reisedokumentarfilme. Dieses Kurzvideo und auch alle folgenden soll also ja als Ergänzung zu den großen Filmen dienen. Grundlage dafür war ein Poll auf meinem Kanal. Ihr habt euch mit rund 40% gewünscht, dass ich euch eben mal ja etwas zu den entsprechenden Ländern erzählen soll. Ich packe euch dieses Video und auch alle folgenden Reisetipps in eine eigene Playliste. Ganz wichtig an der Stelle, es soll sich um Tipps für den Erstkontakt handeln, damit man sich vor Ort schneller zurechtfinden kann. Über die verlinkten Zeiten in der Videobeschreibung könnt ihr Kapitel auch direkt anspringen. Sehenswürdigkeiten stelle ich hier mal nicht so heraus, die seht ihr dann in meinem eigentlichen Reisedokumentarfilm und den habe ich euch hier oben natürlich auch noch einmal verlinkt. Auch wichtig, es handelt sich ausschließlich um persönliche Eindrücke mit Stand meiner damaligen Reise. Das kann also auch schon einige Jahre her sein und will sagen, manche Details können sich geändert haben. Ihr solltet euch also nie ausschließlich auf die Informationen in diesem Video hier verlassen, sondern euch darüber hinaus auch weiter informieren. Deshalb alle Angaben ohne Gewähr und übergeordnet gelten die jeweils aktuellen Informationen des Auswärtigen Amtes. Im Übrigen war Island meine erste Fernreise, die ich alleine bestritten hatte. Also auch noch mehr zu Beginn meiner Reise- oder Fernreisetätigkeit. Vor Ort habe ich mir damals auch nur extrem spärliche Notizen gemacht, sodass die Informationen in diesem ersten Video hier leider auch nicht so besonders tiefgreifend ausfallen. Aber freut euch schon mal auf die folgenden Reisetipps, alle im Laberstil gestaltet, die durchaus wesentlich detaillierter bis zu einer halben Stunde lang sein können. Ja, und damit beginnen wir mit meinen Tipps zur Anreise. Island erreicht man für gewöhnlich auf dem Luft- oder Seeweg. Von Deutschland aus wird der internationale Flughafen Keflavik, etwa 40 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt, direkt angeflogen. Über andere Flughäfen bestehen außerdem noch Umsteigeverbindungen. Island kann man aber auch auf dem Seeweg erreichen, zum Beispiel mit der Smyril-Linie. Los geht's ab Dänemark mit einem Zwischenstopp auf den Färöer-Inseln und dann erreicht man schließlich den Hafen im Osten des Landes. Mit der Fähre ist es auch möglich, den eigenen PKW mitzunehmen. Die Einreise nach Island habe ich am Flughafen Keflavik erlebt. Dazu genügte der Personalausweis. Ich habe aber dennoch den Reisepass vorgelegt. Wer hat, der hat. Es erfolgt keinerlei Befragung, einfach rein. Einzig mein Koffer wurde in einem Röntgengerät gescreent, wobei ein Reiseführer in gedruckter Buchform auf dem Bildschirm irgendwie unidentifizierbar war. Das kleine Missverständnis ließ sich aber natürlich schnell aufklären. Land und Leute. Island liegt isoliert im Nordatlantik. Auch wenn man von einem Eisland spricht, ja, trifft man im Sommer eigentlich auf gar nicht so sehr viel Eis. Vielmehr sieht man sich einer ausgedehnten Felslandschaft gegenüber, die nicht selten grün und von Flüssen und imposanten Wasserfällen durchzogen ist. Auf ausgedehnte Wälder trifft man indes nicht. Ein altes isländisches Sprichwort geht dabei wie folgt. Was macht man, wenn man sich in einem isländischen Wald verlaufen hat? Naja, einfach aufstehen? Okay, so sorgen die Islandpferde und manche kleinere Schafherde auch für ja, weitere Farbtupfer in der typischen Landschaft. Island ist darüber hinaus durch seinen Vulkanismus bekannt, denn die Insel verdankt dieser Tätigkeit ihren Ursprung. So kann man an vielen Stellen heiße Quellen, blubbernde Schlammtöpfe und auch weitere geothermale Aktivität finden. Das isländische Wort Geysir ist dabei Programm, denn nicht weit von Reykjavik entfernt trifft man eben auf jenen Geysir, der das Wort zur weltweiten Verwendung führen lässt. Leider ist der Urgeysir seit einem Erdbeben inaktiv, doch sein Bruder gleich nebenan bricht zuverlässig alle 5 bis 10 Minuten aus. Insgesamt ist Island auch gar nicht so klein und für eine Ost-West-Querung mit dem PKW fährt man schon mal locker 4 bis 5 Stunden. Rings um die Insel führt die sogenannte Ringstraße. Das entsprechende Fahrzeug vorausgesetzt, kann man aber auch über die abgelegenen Overland-Pisten die Inselmitte durchfahren. Aber Achtung, hier gibt es viele Furten, in denen schon mancher unvorsichtige Tourist drin stecken geblieben ist. Die Bevölkerung konzentriert sich indes in der Gegend um die Hauptstadt Reykjavik. Der Rest des Landes ist sehr dünn besiedelt. Abgesehen von den größeren weiteren Ortschaften gibt es aber auch viele vereinzelte Höfe, auf denen Landwirtschaft betrieben wird. Klima und Reisezeit.
Durch die Lage im Nordatlantik fallen die Temperaturen moderat aus. Im Sommer können durchaus über 20 Grad erreicht werden. Mit dem Wetter muss man aber schon etwas Glück haben. Sonnenreiche Tage kommen ebenso vor wie regenreiche. Nicht selten kann das Wetter im Sommer auch binnen kurzer Zeit umschlagen. Man habe also am besten ein breites Repertoire an Kleidung im Reisekoffer, ebenso für den Regenschutz. Mietwagen kann man leicht ab Keflavik Airport anmieten. Wie bei Mietwagen in Europa üblich, bekommt man auch eher kleinere Fahrzeuge, wenn man die preiswerteren Klassen anmietet. Mein damaliger Clio war für mich als Alleinreisender aber wirklich perfekt und zudem habe ich ihn sehr spritsparsam in Erinnerung. Direkt hinter dem Flughafen gibt es übrigens auch eine Tankstelle, sodass der Wagen dort nochmals final befüllt werden kann, um ihn kurz darauf abzugeben. Kommen wir zum Verkehr. Auf den Straßen geht es, wie in vielen westlichen Ländern, gesittet zu. Und infolge der geringen Bevölkerungsdichte ist der Verkehr in Island recht entspannt. Einzig in Reykjavik und der Umgebung trifft man auf etwas dichteres Treiben auf den Straßen. Auf der Ringstraße ist man aber wiederum nicht die gesamte Zeit alleine. Es kommen schon immer einige Fahrzeuge entgegen. Nur für Fahrten auf den Überlandpisten muss man sich eben schon auf einsamere Abschnitte einstellen. Während in den Städten mit 50 bis 60 km/h gefahren wird, ist das Befahren der geteerten Ringstraße mit bis zu 90 km/h erlaubt. Das Tankstellennetz in der Gegend um die Hauptstadt ist als gut und dicht zu bezeichnen. Fährt man aus dem Ballungsraum heraus, dünnt sich das Tankstellennetz ein wenig aus. Für die Fahrt in abgelegene Landesteile kann es also von Vorteil sein, auf die rechtzeitige Befüllung des Wagens vorab zu achten. Wer die Überlandpisten befahren will, sollte zudem sicherheitshalber einen Ersatzkanister dabei haben. Einen Tankwartservice gibt es nicht, die Befüllung des Wagens ist an der Zapfsäule selbst vorzunehmen. Einkaufsmärkte sind in Island nach westlichem Schema vorhanden. Für eine Reise im Sommer bedenke man, dass der 1. August nationaler Handelsfeiertag ist. Und genau den habe ich kurz nach meiner Anreise auch genau getroffen. 100 Punkte sozusagen. An diesem Tag sind nämlich die Geschäfte geschlossen. Kleinere Snacks und auch Trinkwasser können an diesem Tag aber ohne Probleme an Tankstellen erworben werden. Zur Zeit meiner Reise bewegte sich das Preisniveau im Vergleich zu demjenigen hierzulande auf einem recht hohen Level. Kurz danach traf die weltweite Finanzkrise das Land und danach gestaltete sich die Situation noch einmal anders. Zu diesem Punkt hatte ich mir aber ansonsten leider damals auf meiner Reise nicht so sehr viel aufgeschrieben. In größeren Ortschaften gibt es eine gute Auswahl an Restaurants. Die isländische Küche weist nicht selten auch einen gewissen Fokus auf Fischgerichte aus. An ausländischen Fastfood-Ketten gab es zu meiner Reisezeit nur ein Taco Bell an der Strecke zwischen dem Flughafen Keflavik und Reykjavik sowie ein Subway direkt vor meinem Hotel. Um Geld zu sparen, hatte ich mir aber auch einige Male einfach etwas aus dem Supermarkt besorgt. Nicht zu vergessen, in Skandinavien ist die Kultur der Backwaren. Plunderstücke zum Nachmittagskaffee oder Tee sind auch in Island besonders zu empfehlen. Der Stichpunkt Übernachten und Hotels. Ja, die Übernachtungspreise in Island bewegen sich nicht selten auf einem eher höheren Niveau. Ich war damals in einem preiswerten Großraumhotel direkt am Wasser in Reykjavik untergebracht und hatte auch von der Hauptstadt aus meine Erkundungstrips gemacht. Weshalb ich auch leider nur für diese eine Bleibe in diesem Video hier sprechen kann. Das Frühstück war im Preis inbegriffen, aber nicht sonderlich umfänglich. Das Stromnetz hat eine Spannung von 230 Volt. Ein Adapter ist nicht erforderlich, unsere Stecker passen in die isländischen Steckdosen direkt hinein. Das Netz hat eine gute Qualität, während meines Aufenthaltes gab es keinen Stromausfall. Die Stromgewinnung in Island läuft übrigens auch besonders klimafreundlich ab. Es gibt viele Wasser- und auch Geothermiekraftwerke. In diesem Punkt geht's ums Geld. In Island wird mit der isländischen Krone bezahlt. Geld kann man an einem Automaten ziehen und mit Kreditkarte kann man vielerorts bezahlen. Ich hatte mir damals von meiner Hausbank noch einen passenden Geldbetrag vorab wechseln lassen und diesen gleich mit auf die Reise genommen. Etwas unkomplizierter ist es aber, wenn man zum Beispiel direkt am Flughafen sogleich die passende Menge abhebt. Stichpunkt Sicherheit.
Wie immer, wenn man über Sicherheit spricht, dann diskutiert man doch manchmal etwas ja ziemlich Virtuelles. Denn dem Hörensagen nach soll am Ort X zu Zeit Y einmal etwas passiert sein. Wohlgemerkt, bei diesem Stichpunkt hier geht es auch immer um meine ganz eigene persönliche Meinung und das, was ich so vor Ort erlebt hatte. An dieser Stelle verweise ich natürlich auch immer gerne wieder auf die aktuellen Informationen vom Auswärtigen Amt, die man einmal gelesen haben sollte. Grundsätzlich gehört aber Island infolge seiner geringen Bevölkerungsdichte zu den sicheren Reiseländern. Kleinkriminalität sollte man aber nicht ganz ausschließen. Zum Thema Sicherheit gehört aber vielleicht auch auf die mögliche vulkanische Aktivität hinzuweisen. Nach möglicher Aktivität können Straßen unpassierbar sein. Auch sei zur Vorsicht geraten, sich für die Fahrt auf den Überlandpisten entsprechend zu präparieren. Die isländischen Rettungseinrichtungen haben schon so manchen Touristen auf den abgelegenen Hochlandpisten einsammeln müssen, wenn man zum Beispiel die Tiefe von Furten falsch eingeschätzt hat, dass man also mit dem Auto drinne stecken geblieben ist. Bewegt man sich auf Gebieten mit geothermaler Aktivität, sei auch angeraten, auf den markierten Wanderwegen zu verbleiben. Auch wenn es nicht so aussieht, kann die Erdkruste in solchen Arealen doch sehr dünn sein und man unbeabsichtigt in Hohlräume einbrechen. Das waren in Kürze meine Tipps für das Land Island. Ich hoffe, es war etwas Verwertbares für euch dabei, was euch die Planung für eure eigene Reise vielleicht etwas erleichtert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr gewisse Dinge schon anders empfunden habt, sofern ihr schon einmal dort wart. Dann liegt es jetzt aber an euch, dem Video einen Daumen nach oben, vielleicht aber auch nach unten zu geben, das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist mir auf jeden Fall noch, dass ihr meinen Kanal bitte abonniert und vergesst auch nicht diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich mal wieder ein neues Video auf meinem Kanal hochgeladen habe. In diesem Sinne, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.